Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Arcanum. Ja, ich bin sehr erfreut. Der Drop-Boost ist leider wieder aus, aber ja, ich habe noch ganz gute Sachen gefunden. Nämlich zum Beispiel diesen Stab. Da freue ich mich so gigantisch drauf. Sehr langsam, aber der hat sowas von geile Ausbrechgeschwindigkeit. Das ist genial. Das ist einfach genial. Das muss ich einfach mal sagen, oder? Dann habe ich den Hut des Kräuterkenners. Auch für meinen Beshi dann. Für Level 33, sie ist glaube ich 32. Machen wir dann später auch weiter, gell? Aber zuerst werden wir mal meinem Papa dann ein bisschen die Icken und die Syrten aufmischen. Und noch andere Sachen machen. Aber ja, was ich jetzt euch zeigen will, ist jetzt das Level 40 und dann das Ausrüsten und dann das, ja, mal schauen, Arcaden von Icken und Syrten. Ich hoffe, das schaffe ich alles in diesem Part, aber ich denke nicht. Also killen könnte ich eventuell niemand, aber ich werde es mal versuchen. Aber es leckt jetzt gerade auch ein bisschen. Wieso Fraps? Wieso Fraps? Ja, jetzt geht's wieder hoch. Sischt ab. Ich kann so nicht spielen. Das ist Fraps. Fraps ist da schuld. Der Golem ist gleich noch ins Bild gehuscht. Ja, es leveln ein bisschen Höhle hier. Ich hoffe, es bleibt im Winter ein bisschen flüssiger. Nein, jetzt wird es noch schlimmer. Ja, ich muss leider noch mal kurz einen Stopp reißen. Bis gleich. So, oh, 60 FPS, gut. 43 FPS. Nicht runter, nicht runtergehen. Nicht, du blödes Fraps-Programm, du. Zu viel Farmen hier. Muss ich wieder zurückgehen, hä? Könnte eigentlich wieder zurückgehen und dort leveln, aber das Level mache ich jetzt noch hier. So ist der schnellste Killer hier. Ich kill den anderen alles weg. Die regen sich auf. Die regen sich besonders auf wahrscheinlich. Ja, ja. Oh. Ja, Baba. Ich weiß nicht, ob man den schon hat bei ihm Level, aber ich habe ihn auch erst später bekommen. Auf jeden Fall werde ich Sprint höher Level jetzt. Ich glaube, das ist nur 2. Keine Ahnung. 4 ist er. Ah ja, stimmt. Mal schreiben. Es ist bald vorüber, das Level. Ich habe momentan so viele Let's Plays vor, das ist Wahnsinn. Ich bin schon fast zu süchtig zu Let's Play. Muss ich noch schauen, also eventuell muss ich ein paar auf das Livestream verschieben, also die ich machen will. Civ 6 kommt
wenn ich es schaffe, diese Ace zu kaufen überhaupt. Das ist ja mega teuer. Und GTA Singleplayer kommt eventuell, also da mache ich nicht alles, da nehme ich nicht alles auf relativ wenige eventuell sogar. So, komm noch ein bisschen Lebensenergie. Ah. Ja, der FC Basel hat 3-0 gewonnen, das muss jeder wissen. Ja, es war auch ein relativ kaputtes Luzern. Die Leuchterstadt ist das. Ich habe erst sehr kurzem gewusst, dass die das Leuchterstadt nennen, weil es so viele Leucht. Ja, man sieht es einfach vom Pilatus und andere Berge, vom Rigi. Einfach so leuchten aus und dann sagt man leuchten statt. Was viele Lämpchen hat, vor allem die Brücken. Alle Brücken sind beleuchtet, ganz, ganz gut. Ja, okay, in Basel auch. Ich denke wegen den Schiffen. Aber auch, dass man sie einfach sieht, dass man den Schmuck sehen kann an den Brücken. Argusbox. Hey, du blöder Saurier. Ach komm jetzt, ey. Also gehen wir nach Monzognir, weil wir müssen dort noch Quests annehmen. Und ich weiß nicht, wo wir dann noch haben. Gut, haben wir es bald noch ein ganz kleines bisschen. Noch ein kleines Schöpfchen. Ein winziges kleines Stupserchen. Oder noch weniger. Noch ein paar Gegner. Vielleicht noch ein Gegner. Nehmen wir die Echse gerne mit. Ja, hallo, hopp, lauf, angreifen, hopp. Dankeschön. Yeah! Also, dann mal der Kriegsdegen mal 30, das ist zu schwach. Nein, da. Da, da. Und ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. 232 ist ja viel schlechter. Ja, ich denke. Schade, aber ich hätte gern weiter das Ding genommen. Aber immerhin habe ich jetzt eine fürchtige Axt, die ein bisschen zu klein ist für meinen Charakter. Das ist eigentlich, weil ich einen großen Zwerg genommen habe. Ich glaube, ich habe einen großen genommen. Weiß das eine noch, was ich genommen habe? Klar, also, ich glaube, ich habe groß genommen, aber ich bin nicht mehr sicher.
steigt in die Axt nachher. Auf jeden Fall bin ich jetzt schnell genug, scheinbar. André El Casa. Casa sind doch sind Casa nicht Pflaster oder so? Ah ja. Wie schwer sind diese Kugeln? Nichts. Ja, 500 Gramm. Ja. So schwer für so kleine Kügelchen. Das muss ich sagen. Ich habe zwar nur einen Treffer gemacht an einem, aber der hat 400 erreicht und das war ein Ritter. Muss ich auch noch sorgen. Ich muss jetzt ein bisschen angeben. Oak Meadows. Diese Namen immer. Ach, nicht schon wieder diese... Hey! Mal schauen, was er sagt. Ist er ja, oder? Ja, das ist er. Ah, wieso müssen alle die Kutsche kaufen, gekauft haben? Oder hat sie geschenkt? Weiß jetzt nicht genau, aber vor allem... Wieso habe ich jetzt die Quest nicht? Ich muss sie unten nehmen. Ich dachte, das sind Folgequests oder so. Ja, dann ist klar. Nehme ich das auch. Scheiße. So ein Mist. So, Gott, oh Gott. Was soll denn so blöd machen, wenn diese Scheiß-Quest... Wenn es die Kutsche wieder gibt, ich kauf sie nicht. Außer wenn ich das Geschenk bekomme oder sonst irgendwas. Was der handelt? Wieso kann der Englisch, Spanisch? Oder ist er nur Spanisch? Ah, der ist wahrscheinlich nur Spanisch. Sakia, Xara. Habt ihr dann zu schnell killen, die Großen? Wieso ladet der auch ein? Oh, keine Ahnung.
Was will für ein Drink? Anyone drink, Nate? Was für ein Meat? Tja, es ist Einhand, hä? Wieso ist das so schwach? Sind Einhände so schwach? Ah, das ist das Doppel, also Hälfte, Hälfte. Tja, dann könnte ich schon hingehen mit mir schauen, aber... Keine Ahnung. Troll. Voll der Troll. Ja, ich will ein bisschen Rocker, hä? Gib mir dieses Rocker. Tja. Ich hab nichts zu handeln. Schade, ich wollte den tauschen. Ich brauche einen Stein. Ah, Mann, was ist denn los? Hey, die haben nie Zeit. Das nehmen wir ganze Zeit am Hasten. Schon die andere... Der andere Clan, ey, das ist Wahnsinn. Ich habe keine Chance gegen die Egen. Und die alleine... Der will die Quest schon haben. Salfaxe Compano. Also die Namen von den Spaniern sind manchmal echt komisch. Tönt irgendwie ein Sachse, Salfaxe, Salsachse, ein Sachse. Vielleicht ist er ein Sachsen, Spanier. Schunkfabin. Der ist Paisen. Ah, der mit dem. Sag es jetzt wirklich, Mann, ey. Gott, oh Gott. Spiele sind schon manchmal geizig, wenn es um irgendwas geht. So. Das laufen wir jetzt. Oh yeah. So ein bisschen drohen, ne? Tornado will. Einfach schön langsam, die sterben schon dort vorne.
Der müsste mega süchtig sein. Der hat sogar einen grauen Bart. Rote Haare und grauer Bart. Er hat schon einen grauen Bart, so lange später schon. Wenn er schon Meister von den Administrators, Master und Co. ist. Axt. Ferdinand, hilf mir, beschütz mich. Ferdinand Klößchen. Hey, ich will ein paar. Diese Kröte, die der hat. Nein, geht voll rein. Block, Spawn, tu einfach einmal stun, hopp. Was ist das? Was ist das? Voll der Bug. Nein, nein. Nur weil ich einen falschen Skill einsetze, aber ja. Ich tue mal den anderen wieder einsetzen, aber nur für den Augenblick. So 27, hä, habe ich zwei? Ist es nicht, hä? Das ist nur 16. So habe ich das. Ach komm, ey. Leute! Dir peinlich immer hin und her. Wieso? Wieso immer die Barbaren? Jay Bockhart. Ulred, sicher. Nein. Es hat der Meteor und die Finte und so. Einschüchten. Einschüchten, Finte abbekommen. Ja. Ja, also ich gehe wieder zurück. Das peinliche. Hey! Ich mache Rechtsklick. Ich kann mit Rechtsklick einfach laufen. Juhu, ich habe noch einen Bug. Noch einen Bug. Also, ich gehe... Ja, jetzt hatte ich zur Mauer sollen, aber ich gehe jetzt wirklich... kurz... Das ist ja mega peinlich, ey. Wenn die Eisen doch angreifen wollen, dann soll ich sie mal machen. Und nicht immer abhauen und die Igen dann wieder bis mehr sind. Sondern kämpfen. Ah.
Wieso können die alles nicht einfach verlieren, wenn sie schon so peinlich sind und natürlich so angreifen sollen? Salvax ist auch, also Level Tier scheinbar. Ist immer noch hier sozusagen. Oh, ich habe schon Fähigkeit jetzt wieder bekommen durch die Items. Ja, das ist ein Level Up Desert. Was ist der eigentlich? Das versteht er. Was? Sterben wieder. Ja. Sind die immer noch dort? Ja. Der eine ist hinten. Ich muss wirklich noch leveln, als Barbar habe ich überhaupt keine Chance. So dumm gemacht. Barbaren bräuchten besseres Buffs, dafür hat er einfach ein bisschen Damage. Debuff oder so etwas, aber... Komme wie immer nicht an die Gegner ran. Auch wegen den Stunts. Ich wurde ja ständig also... Ja, ich habe... einfach das Problem mit dem Einfrieren und... Ja. So, dann schauen wir mal. Oh, die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ja, tut mir leid, jetzt will ich nicht mit so langen Part machen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.